Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität zu den VR und AR Weekly News. Ja, mal aus einer etwas anderen Umgebung. Ich bin gerade nicht in meinem Studio, ich bin unterwegs, deswegen jetzt von hier. Aber es müsste eigentlich mindestens genauso geil sein. Ja, wir schauen mal auf die Liste. Was gibt's? Und zwar gibt es was zum Thema Depression in VR und Aufklärung zu dem Thema. Dann wichtige Informationen zu Onward, Vader Immortal Episode 3, HP Windows Mixed Reality Brille für $130, Stormland Infos, Acer Ojo 500, The Void kommt nach Deutschland, Pimax Day 2 und natürlich die Releases und Sales diese Woche. Ich bin der Wude, bei mir gibt es alles im Thema Virtual und Augmented Reality. Danke an meinen Sponsoren Woodgirls VR, Opermann Events, Peter Wasmeister, Runix, Anni De Felser und VR Ambassador. Viel Spaß mit den Weekly News und los geht's! Wude.de. Ja, für die erste News erstmal lieben Dank an den Gunnar Gerzen von Locomotion VR. Der hat mir das geschrieben hier mit der Robert-Enke-Stiftung. Und zwar gibt es da eine Virtual-Reality-Erfahrung zum Thema Depressionen. Ne, man will die Menschen also darauf aufmerksam machen, dass es dieses Thema gibt und will diese Depression quasi in VR simulieren. Wie funktioniert das? Also natürlich kann man das nicht eins zu eins umsetzen. Aber zum Beispiel wird einem so eine depressive Umgebung gezeigt und man kriegt auch eine Gewichtsweste um, sodass man wirklich so nach unten gedrückt wird und alles. Ne? Und da will man halt den Leuten dieses Thema näher bringen. Und Institute können das zum Beispiel beantragen, dass das bei ihnen in im Unternehmen oder in der Hochschule gezeigt wird. Und hier, wenn ihr auf diesen Link klickt in der News, da könnt ihr euch darüber informieren und wenn ihr das so sogar selber vielleicht dann mal vorstellen wollt, könnt ihr das beantragen bei der Robert-Enke-Stiftung. Sehr gutes Thema, dass sowas dann auch in VR dann mal verbreitet wird. Also sehr interessant. Ein neues großes Update für Onward ist angekommen und ich denke, der Hauptpunkt dieser Erneuerung wird definitiv der Custom-Map-Support sein. Ist das nicht absolut cool? Wir haben jetzt wirklich Workshop-Support. Das heißt, Leute können eigenen Content erstellen für Onward und die Community kann das dann spielen. Custom Maps. Das ist richtig cool. So wird das Spiel noch größer, noch viel mehr Content kann gezockt werden. Und das ist natürlich eine absolut tolle Sache. Übrigens, im Moment kriegt ihr dieses Spiel, wenn ihr schnell seid, noch zur Hälfte vom Preis. Also bis Montag, glaube ich, irgendwie kriegt ihr das noch günstiger. Also schnappt da mal zu. Und an der Stelle sei unbedingt nochmal erwähnt, wenn ihr noch nicht auf meinem VR-Discord seid, der heißt Deutsche VR-Gemeinde, das ist mit Abstand der größte deutschsprachige Virtual Reality-Discord, dann kommt da unbedingt mal rein, wenn ihr mindestens 18 seid. Weil da gibt es nämlich zum Beispiel auch regelmäßige Onboard-Sessions. Also da ist eine aktive Gruppe, ne, und da wird regelmäßig gezockt. Und ganz wichtig, Leute, auch wenn ihr ganz, ganz blutige Anfänger seid, wenn ihr noch nie im Leben irgendeinen Shooter gezockt habt, kommt gerne mit und spielt gerne auch die Anfängerrunden mit bei Onward. Da wird wirklich jedem das Spiel erklärt, von der ersten Taste, die ihr drückt. Absolut kein Problem. Seid euch da drüber im Klaren, dass ihr da überhaupt nicht ausgelacht werdet oder sonst irgendwas. Selbst der härteste Noob ist bei uns willkommen. Ich meine, ich bin auch ein Noob. Ich kann das Spiel auch nicht. Ne? Also ist nicht so, dass ich das kann. Ne? Also habt keine Angst. Kommt einfach rein und dann könnt ihr mitzocken auf dem größten deutschsprachigen Virtual Reality Discord. Der Link ist unter diesem Video im Kommentar und auch in der Beschreibung. Deutsche VR-Gemeinde heißt das Ding. So sieht's aus. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt kommt schon die letzte Episode von Vader Immortal, die ist schon angekündigt, die kommt sehr bald, schon am 21. November. Mir ist das sogar richtig peinlich, dass ich immer noch nicht die zweite Episode gezockt habe. Gottes Willen, Leute. Ich garantiere euch, ich zeige euch das noch auf meinem Kanal. Die erste Episode habt ihr schon gesehen, die zweite zeige ich auch noch und die dritte dann auch. Ich weiß nur nicht, wann ich das schaffe. Das ist völlig verrückt. Also, ich bin mal gespannt, wie es dann endet. Ne? Also,
Ich bin großer Fan von Vader Immortal. Insgesamt ist die zweite Episode nicht ganz so gut angekommen wie die erste. Ich hoffe, die dritte kommt wieder so gut an. Ich denke auch mal, das wird dann wieder 10 Euro kosten oder 10 Dollar. Und wir werden es auf der Quest und der Oculus Rift und Rift S spielen können. Und natürlich dann auch wieder mit Revive, schätze ich mal. Vader Immortal Episode 3. Jetzt habe ich hier ein unglaublich geiles Angebot gefunden, Leute. Und zwar eine HP Windows Mixed Reality Brille mit Controllern für 129,99 Dollar. Das ist der absolute Brüllerpreis, aber leider, leider nur in den USA. Das ist so schade. Aber ich kann euch das trotzdem nicht vorenthalten. Ich meine, vielleicht seid ihr jetzt da oder bald da oder jemand kann euch das mitbringen, der gerade da ist. Es gibt sehr, sehr viele und zwar ist das bei Micro Center oder Micro Center und wir können hier oben den Store wechseln und wir haben hier ganz viele, ach, das wird jetzt gerade gar nicht angezeigt hier, wird leider nicht aufgenommen und ich kann euch jetzt aber mal sagen hier, Tustin, Denver, Duluth, Marietta, Chicago, Westmont, Overland, Cambridge, Rockville, Parkville, St. Louis, North Jersey, Westbury, Brooklyn, Yonkers, Columbus, Sharonville, Houston, Dallas, Fairfax oder halt im Webstore könnt ihr das bestellen. Ne? Also es gibt viele, wenn ihr zum Beispiel in New York seid, geht ihr eben nach Brooklyn oder was und holt das Ding ab. Absolut der Knaller. Ich wünschte ja wirklich, dass das bei uns mal möglich wäre, so günstig an so eine Brille zu kommen. Also wie gesagt, Leute, falls ihr die Möglichkeit habt, kennt jemanden in den USA oder seid gerade da oder seid sehr bald da, mitnehmen. Mitnehmen, weil für den Preis eine vollwertige Virtual Reality Brille mit komplettem 360 Grad Tracking, das ist eine Ansage. Was meint ihr? Stormlands. Ich freue mich drauf. It wasn't until the third stronghold that it all went south. Sieht das nicht geil aus, oder? Jetzt sieht man hier mal wirklich die Kämpfe und alles. Andere Gegner. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. There was still one stronghold left, and only four of us. Even so, we had them. They're long eyes. Ja, guckt euch mal den an. Der ist doch auch nice. Also wir haben jetzt wirklich eine Fülle an Robotern und Umgebungen und alles. Und es wird ja auch sogenannte Weekly Events geben in dem Spiel, sodass, ich glaube, jede Woche ändert sich diese Home-Umgebung, so wie ich das verstanden habe. Ich werde Zugriff zu dem Spiel früher bekommen. Ich weiß nur nicht, ob ich dann da bin, weil ich demnächst im Urlaub sein werde. Es kann gut sein, dass ich das trotzdem erst zum Release oder sogar noch später zeigen kann. Weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall, ich freue mich auf Stormland und ich hoffe ihr auch. Also wir können das alles auch Koop und Multiplayer zocken und ich glaube, der Release ist am 14., richtig? Genau, am 14. November ist der Release und das solltet ihr euch alle antun. Ich glaube schon. Ich werde natürlich auch testen, ob das mit Revive alles funktioniert. Das werdet ihr dann auf meinem Kanal auch sehen. Stormland. Lange ist es her, ich glaube vor einem Jahr wurde die Brille angekündigt oder sollte sogar schon erscheinen und jetzt ist sie erst da, die Acer Ojo 500. Und zwar sollte die eigentlich 499 kosten, jetzt, also hier steht sie für 449, was natürlich eine gute Sache ist. Also direkte Konkurrenz zum Oculus Rift S Preis, der ist auch 449 Euro. Wir haben hier 100 Grad Field of View, das ist sehr klein. Wir haben eine Wiederholrate von 90 Hertz, das ist okay. Und wir haben eine Auflösung von 2x1440x1440, das ist auch in Ordnung, da kann man nicht meckern. Allerdings haben wir eine Windows Mixed Reality Brille, das heißt, wir haben zwei Kameras und wieder die fiesen Controller natürlich. Ne? Das ist natürlich ein Problem. Die Controller sind nicht so der Bringer, weil ihr wisst ja, ihr kennt das ja mit dem Tracking immer. Allerdings haben wir hier, im Gegensatz zur Rift S, wir haben IPD-Regler, und zwar mechanische. Ne? Das könnte sehr, sehr interessant sein. Diese Brille soll vor allem natürlich für preisbewusste
Unternehmer oder Arcades auch sein, weil wir können nämlich, ich zeige euch das mal hier, wir können nämlich die Fronteinheit hier so ganz bequem abnehmen und dann alles richtig schnell und gut reinigen. Also das könnte sehr interessant sein für Leute, die kostengünstig eine Arcade oder so machen wollen oder für Unternehmen, die mal schnell irgendwas in VR den Kunden zeigen wollen. Sehr interessant. Ich habe das Ding bestellt und es sollte vor meinem Urlaub noch ankommen. Ich hoffe es, weil ich habe nämlich sofort bestellt, als es verfügbar war. Und es ist schon auf dem Weg. Also ich denke, es sollte noch kommen. Und ich bin sehr gespannt. Vor allem natürlich im Gegensatz zur Rift S, weil es der gleiche Preis ist und wie sich das Ding dann verhält vom Komfort her und alles. IPD könnte eine interessante Konkurrenz werden, wenn das Tracking nicht versagt. Was denkt ihr über die Acer Ojo 500? Schreibt es in die Kommentare. Eine der coolsten VR-Arcades kommt nach Deutschland und zwar The Void. Gilt nicht unbedingt als die günstigste VR-Experiences, aber als eine der besten. Ich habe zwei davon schon ausprobiert und zwar Ghostbusters in New York und Star Wars in London und ich war massiv beeindruckt. Das ist wirklich absolut affengeil. Das können mir alle bestätigen, die das ausprobiert haben. Also sieht halt so aus, ne? Wir kriegen halt dieses fette Headset und dann haben wir auch echte getrackte Waffen, Finger-Tracking und alles, haben wir alles am Start. Und das Ganze soll entstehen in Oberhausen, im Zentrum Oberhausen. Und dass ich da mal zu Besuch sein werde, versteht sich hoffentlich von selber. Wann genau das startet, ist unbekannt. Es ist jetzt erst mit dem Bau begonnen worden. Das kann also noch ein bisschen dauern, aber wenn das fertig ist, dann werde ich mich da mal blicken lassen. Ja, Leute, und der Pimax Day 2. Das Chaos ist komplett. Es gibt wieder tausende neue Informationen, die kein Mensch richtig zusammenfassen kann, glaube ich. Also das Wichtigste ist auf jeden Fall erstmal, ihr könnt jetzt die Pimax Vision 8K X und die Pimax Vision 8K Plus vorbestellen. Wir können die jetzt vorbestellen. Und das schauen wir uns mal an. Die Pimax Vision 8K X, da haben wir im Standard-Headphone, kostet die $1,299 und im Deluxe kostet die $1,399. Da habt ihr ja dieses, sieht aus wie so eine Eisenstange hier oder so eine Metallstange. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut, dieses Design hier von dem Headstrap. Das sieht sehr bequem aus. Und man hat wirklich um den ganzen Kopf diese Gummihülle. Das sieht verrückt aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass das gut ist. Was sehr interessant ist an der 8KX, ist halt eben diese extrem hohe Auflösung. Wir haben wirklich zweimal nativen 4K-Eingang. Das bedeutet, euer Rechner wird brennen, aber es wird richtig geil aussehen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, diesen Upscale-Modus wieder zu aktivieren. Also, dass es zweimal 2,5K wieder als Eingang hat. Also, oder zweimal 2560 mal 1440, sodass das wieder abgescaled wird. Field of View ist eh mal gleich. Und ich finde das eine sehr, sehr interessante Sache. Ja, Pimax hat mir versprochen, dass ich dieses Ding zum Testen bekomme. Wann, weiß natürlich nur der Geier, wie immer. Wenn es irgendwann ankommt, werde ich es für euch testen. Selber kaufen ist nicht drin. Das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Das geht nicht. Ja, was sagt ihr? Was sagt ihr? Dann haben wir noch die 8K Plus. Die habe ich ja schon mal vom Display her schon getestet. Schönes Display. Und die gibt es jetzt halt auch für $999 oder halt auch wieder mit dem Deluxe Audio Strap für $1,099. Ja, da hast du wirklich dann auch eine ganz schöne Auflösung mit dem gleichen Display. Achso, bei der 8KX habt ihr 75 Hertz auf dem nativen 4K-Modus und 90 Hertz auf dem abgescalten. Und hier haben wir dann auch 90 Hertz auf der Pimax 8K Plus. So, und dann gab es Upgrade Plans. Um Gottes Willen. Also Leute, ich glaube, wenn wir das jetzt alles durchgehen, dann bin ich morgen noch da. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das alles so 100% gecheckt habe oder ob die das selber überhaupt alles kapiert haben. Also es gibt verschiedene Upgrade Plans. Und die gehen von A bis D hier zumindest. Wobei im Video gab es, glaube ich, bis G oder was. Ich weiß gar nicht, wo die hier gelistet sind. Ich glaube, weil, ach, weiß der Geier, wo die. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Konstellationen. Hier haben wir zum Beispiel
Wenn ihr ein 8K-Bäcker seid und auf die 5K Plus gebackt seid, habt ihr diese Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt auf die 8K Plus wechseln mit der Option 1. Das ist auch der Knaller. Jetzt Pimax möchte dann von euch quasi, dass ihr alle Stretch Goals aufgebt in der Option 1. Dann zahlt ihr für die 8K Plus 449 Euro oder für die 8KX 649 Dollar, sorry, Dollar, plus Shipping, plus Versand. Oder in der zweiten Option, da könnt ihr euer Eye-Tracking-Discount behalten, dann zahlt ihr aber dementsprechend etwas mehr. Das ist alles interessant. Also in meinen Augen sieht das so aus, als wenn Pimax die Leute rausbringen will aus den Stretch Goals. Die haben sich mit den Stretch Goals einfach ein bisschen übernommen und wollen die Leute da jetzt rauskicken. So fühlt sich das für mich an. Ich meine, Gottes Willen, kann man ja machen, aber ich glaube nicht, dass das dem Chaos noch irgendwie, das es trägt dem Chaos noch zusätzlich bei, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Dann gibt es hier noch mehrere Konstellationen. Das ist der B-Plan. Da habt ihr die 8K und vorher die 5K gehabt. Dann gibt es den C-Plan. Da habt ihr auch von der 8K zu 5K Plus. Und dann könnt ihr aber dieses Bundle hier behalten. Und hier ist das Bundle dann wieder weg. Also mit den Controllern und dem ganzen Kram. Und dann dementsprechend sind dann die Preise natürlich unterschiedlich. Da müsst ihr selber mal für euch schauen, ob das für euch lohnt. Also ihr könnt hier rumklicken halt, ne, 8KX, Deluxe, und hier könnt ihr dann sagen Opt-out, also rausgehen aus den ganzen Stretch Goals oder halt drin bleiben. Ich meine, ich finde es okay, dass sie das machen, aber mit welchem Hintergedanken halt, ne? Das ist immer so die Sache. Ich freue mich definitiv auf die beiden Headsets, vor allem auf die 8KX. Ich weiß zwar nicht, ob mein Rechner das schafft. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendein Rechner schafft. Es geht ja über ein DisplayPort 1.4 Kabel. Beachtlich, sehr cool, dass wir da jetzt nicht gezwungen sind, zwei Grafikkarten zu haben. Aber wir werden sehen. Das sieht bestimmt nice aus. Sieht bestimmt sehr, sehr nice aus. Naja, gut. Pimax Day 2 war das, Leute. Ja, dann kommen wir zu den Releases auf allen Plattformen. Diese Woche fangen wir an mit Rayco's Fragments. Das ist ein Lokal-Koop-Horrorspiel. Nein, nicht Koop. Lokal-PvP-Horrorspiel quasi. Einer ist unter der VR-Brille und ich glaube, bis zu 8 Spieler können auf dem Handy dann den VR-Spieler erschrecken. Sehr, sehr interessant. Mal gucken, ob ich genug Spieler finde. Die müssen ja alle hier sein. Ne? Das kann man... wobei, ich glaube, man kann das auch remote, aber das ist dann auch nicht mehr so spaßig. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Pagan Peak VR auch. Logischerweise, wir hatten Halloween, ne? Deswegen gibt es ganz viele Horrorspiele jetzt. Ja, das ist ein Escape Room Horrorspiel. Dann Doors of Silence, das nächste Horrorspiel. Das gab es, glaube ich, schon mal für mobile Brillen. Und das ist jetzt auch für die PC-Brillen erschienen. Auch natürlich ein Horrorspiel. Journey for Elysium ist ein schönes Abenteuer mit viel Story in einer, ja, ich sag mal, düsteren Schwarz-Weiß-Umgebung. Habe ich schon gezockt. Sehr, sehr schön. Liz Before the Plague, das ist auch ein Abenteuer in einer sehr futuristischen Umgebung. Wir sind eine Spezialeinheit und müssen Aufgaben erledigen, Hinweise finden und so. Sinister Halloween habe ich schon gezeigt. Das ist eine sehr tolle Konstellation aus verschiedenen kleinen Horrorerfahrungen. Music Killer, ja, das sieht aus wie ein Musik-Wave-Shooter. Dann Synth Riders ist jetzt aus dem Early Access raus, ist in der finalen Version erschienen, ist einer der besseren Rhythmus-Spiele. Dement, auch ein, ich würde sagen, es ist ein dunkles Adventure mit ein paar Horror-Elementen. Ja, definitiv Horror-Elemente. Und das ist auch viel mit Story und allem, das will ich sicherlich auch mal zocken. Dann auf der Oculus Quest gibt es auch Synth Riders und als nächstes die Oculus Rift Oceans Remake. Das ist ja eher so eine Experience, da könnt ihr dann unter Wasser schauen. Dann Particulate, das ist auch eher so eine Physikspielerei.
wo ihr dann hier so Formen begutachten könnt, natürlich in 3D und alles. Untote Realität, Demo, ja, ein Zombie-Shooter, Night of the Living Dead, auch natürlich alles eine VR-Erfahrung im Night of the Living Dead-Universum, ist aber kostenlos. Und dann haben wir auf der PlayStation Siren, auch ein Horrorspiel. Es gibt schon sehr, sehr lange für den PC und ich freue mich, dass das jetzt auch auf der PlayStation VR kommt. Und zwar, das ist eher so ein Stealth-Horrorspiel. Da laufen überall so sogenannte Sirens, also Sirenen rum und die killen euch, wenn die euch sehen. Na, ihr müsst also ganz versteckt vorgehen. Und das könnt ihr euch mal als Gameplay anschauen auf meinem Kanal. Das habe ich halt schon gezockt. Auf der PlayStation ist es genau dasselbe. Wir haben Move Motion Controller Support. Und da könnt ihr zum Beispiel hier so mit so einem Waffen rumschießen und alles. Ihr habt aber wenig Munition, also schleicht lieber. Also richtig cool, dass Siren jetzt auch auf der PlayStation erschienen ist. So, und am Schluss, wie immer, zu den Sales. Und das sind dieses Mal so viele, dass ich die euch im Leben nicht alle zeigen kann. Es gibt nämlich einen sogenannten Halloween Sale und da müsst ihr einfach mal durchgehen. Es gibt so viel im Angebot, natürlich vor allem Horrorspiele und so, ne? Sinister Halloween, Raikos Fragments, da sind so viele gute dabei, also vor allem Horrorspiele halt, aber auch normale Spiele. Zum Beispiel Rise of the Tomb Raider ist gerade auf 7,49, da könnt ihr auch eine kurze Horrorerfahrung spielen. Race the Sun, ein tolles Spiel, ist gerade 1,99. Absolut cool. Serious Sam für 2,42 Euro. 24. VR-Regatta, ein schönes Segelspiel für 3,35 Euro. Dann haben wir The Talos Principle, tolles Puzzlespiel für 5,54 Euro. Absolut genial. Dann auf der Oculus-Plattform haben wir Onward für 48 Prozent günstiger für 12,99. Auf Steam übrigens auch, hatte ich ja am Anfang schon erwähnt. Dann haben wir Elven Assassin, schönes Pfeil- und Bogenspiel für 8,99. Along Together, auch ein schönes Abenteuer für 4,99. Kali and the Riverman ist ein Local Koop-Spiel. Einer ist am PC, der andere ist unter der VR-Brille. 11,99. Prose, ein Horrorabenteuer, Hälfte runtergesetzt auf 9,99. Dann auf der PlayStation VR Five Nights at Freddy's, immer noch um 30% runtergesetzt. Und The Persistence auch noch um 50% runtergesetzt. Alles Horrorspiele, auch hier Killing Floor Incursion 50% runtergesetzt. Arizona Sunshine 50%. Must have, ganz klar. Aber auch nicht mehr lange bis zum 2.11. Also schaut es euch dann nochmal an. Das sind alles sehr, sehr gute Spiele. Ja, Leute, das waren die Weekly News diese Woche. Ich möchte mich bedanken bei meinen neuen Kanalmitgliedern oder Patreons, dem Miko Kuro Kusagi, dem Marc und dem Bernd Kaltenbach. Vielen Dank für euren Support, Leute. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schreibt da mal in die Kommentare, was euch am meisten gefallen hat diese Woche. Oder vielleicht habt ihr auch selber noch News. Ihr habt hier gesehen, zum Beispiel der Gunnar hat mir dann einen schönen Link geschickt. Gerne auch aus dem Bereich Business, ne, oder Serious Gaming. Muss ja nicht immer nur zocken sein. Ich stelle ja alles vor. Wenn ihr irgendwas für mich habt, was ihr gerne mal mit mehr Reichweite sehen wollt, dann sagt es mir, schickt es mir und ich stelle das in den News vor, wenn es meiner Meinung nach angebracht ist. Bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Bude.de